Mein heutiger Gast ist Levin Steinmann, 28 Jahre, Geselle beim Friseursalon Compagnia della Bellezza und Wahlwiesbadener. Herzlich willkommen, Levin Steinmann. Levin, guten Morgen. Guten Morgen, Christina. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee. Ja, du bist ja ein Wahlwiesbadener. Ja. Was ist dein Bezug zu Wiesbaden und der Region? Nach Wiesbaden kam ich durch die Arbeit. 2017 in der Taunusstraße, Compagnia della Bellezza. Und was mich mit Wiesbaden verbindet und mit der Region, ich fühle mich sehr wohl in Wiesbaden. Ich finde, die Stadt und die Umgebung ist traumhaft, ist sehr, sehr schön. Viel Geschichte dazu. Mhm. Die Arbeit bringt mir sehr viel Spaß, bedeutet für mich auch großes Glück zu haben, da ich einen Chef und eine oder seine Familie dazu auch gewonnen habe, wo noch sehr, sehr menschlich ist, wo man auch noch hinkommen kann, wenn man Probleme hat, wo geholfen wird, ein Chef, wo jemanden unterstützt und fördert. Mhm. Ja, und für mich ist Wiesbaden jetzt zur Wahlheimat geworden, weil ich mich hier sehr wohl fühle, weil ich sehr viele positive Erlebnisse hatte und es mir immer wieder bestätigt, dass ich doch hier am richtigen Platz bin, ja. Und wo kommst du her? Aus dem Saarland, gebürtig aus Saarbrücken. Wohne seit den 90er Jahren in Homburg, in Bexbach. Ja, und 2016 im September kam ich dann hierher in die Region, habe zuerst in Mainz im Salon gearbeitet, dann dort wieder aufgehört, hatte ja meine Wohnung hier, war dann ein paar Wochen wieder zu Hause. Und dann durchs Internet, weil ich nach den besten Salons mich informiert habe, kam ich dann zur Compagnia della Bellezza. Ja, und dann hat das alles geklappt. Vorstellungsgespräch, Probearbeiten. Ja, und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, dass mich mein Weg dorthin geführt hat. Und was bedeutet für dich persönlich Glück einerseits und beruflich? Einerseits bedeutet Glück für mich, das Glück hat viele Facetten, viele Gesichter. Ne? Mhm. Jeder erlebt es anders. Für mich ist Glück, wenn ich weiß, dass meiner Familie, meinen Freunden, dass denen alle gut geht. Auf der Arbeit bedeutet Glück für mich, dass ich ein gutes Team habe, dass die Leute gerne kommen, zufrieden sind mit meiner Arbeit oder mit unserer Arbeit. Glücklich bin ich, wenn ich helfen kann, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, gerade heutzutage in dieser Zeit, dass man immer wieder versucht, jeden Tag eine gute Tat, ne? Dass man noch mal mehr zusammenrückt, weil es immer mehr verloren geht. Ne? Und das erlebe ich sehr oft in Wiesbaden, dass hier noch geholfen wird, ein guter Impuls hier noch ist, ne? Eine große Harmonie quasi. Und das freut mich, deswegen bin ich auch gerne in Wiesbaden. Hast du denn so Lieblingsplätze oder Kraftorte in oder um Wiesbaden, der Region? Ja, im Rheingau, in Rüdesheim, das Niederwalddenkmal, die Germania-Statue. Das finde ich ist ein sehr kraftvoller Ort. Weil damals die Deutschen dort die Franzosen zurückgedrängt haben und es ein Ort der Freiheit auch ist. Ne? Wann war das denn? Das wissen die meisten gar nicht, dass das so ein besonderer deutscher Ort ist. 1870, um die 70er Jahre im 18. Jahrhundert. Und das ist schön, ne? Der Rheingau eh, der, ich finde, der gibt viel Kraft, ne? So ein bisschen wie im Urlaub. Ja. Und dann das Denkmal, das ist doch nochmal, steht nochmal für eine ganze Epoche. Ne? Schön, die meisten wissen das gar nicht, dass das so eine besondere Geschichte ist. Oder der Kaiser-Nero-Berg, nach dem Kaiser Nero benannt. Ne? Ja. Auch schon 2000 Jahre her und länger. Ne? Weiß auch kaum einer. Ja, Wiesbaden hat eine große Geschichte. Ne? Dessen
sollte man sich als Wiesbadener auch bewusst sein und auch stolz drauf sein. Mhm. Ist ja auch die Hauptstadt eines Bundeslandes. Ja. Ne? Und ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ne? Ja. Ist schön, dass es jemand von außen, vielleicht hat manchmal den Blick nochmal anders, ja, weil er eben von außen kommt. Und was hast du denn so, wenn du jetzt den ganzen Tag zu tun hast, was hast du denn so Kraft, wie schöpfst du Kraft? Was gibt dir Kraft? Meine Motivation oder Kraft ist es dann, jeden Tag doch die Leute glücklich zu machen, indem ich versuche, bestmöglich mein Handwerk auszuüben. Ist ja ein Handwerk auch, wo wir die Möglichkeit haben, Leute glücklich zu machen. Weil das Aussehen sollte nicht allzu wichtig sein, mhm, aber spielt eine große Rolle, mhm, auch der Ersteindruck. Mhm. Und es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn die Leute sich freuen. Mhm. Und dann weiß man auch, dass man seine Arbeit gut gemacht hat. Ne? Ja. Und das gibt mir auch immer wieder Kraft. Man kommt mit vielen Leuten zusammen. Mhm. Ja, so ein schönes Gefühl. Ne? Mhm. Und Jugendlichen, ich meine, du bist jetzt 28, Jugendliche, Kraft auf dem Weg in die Erwachsenenwelt, was würdest du ihnen raten als Impuls? Ja, ja, man sollte sich doch nicht immer fehlleiten lassen. Ne? Man sollte versuchen, auf jeden Fall eine Ausbildung, auch das auszuüben, was einem Freude bringt. Mhm. Ne? Auch wenn es nicht immer leicht ist, das ist halt das Leben. Mhm. Doch sich immer stets bemühen, den geraden Weg zu gehen. Ne? Mhm. Für sich selbst rauszufinden, wer man ist und, mhm, was man auch wirklich will im Leben. Mhm. Ne? Mhm. Ja, es ist nicht immer einfach, ja, ne? Aber es gelingt. Wenn man an sich selbst glaubt, aha, gelingt das. Ne? Es passiert auch immer wieder Gutes. Ne? Mhm. Mhm. Hast du ein Lieblingsgedicht oder Gebet oder Lied oder Psalm? Ja, mein Lieblingspsalm ist der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Weil es auch so ist, es kommen dunkle Tage im Leben. Ne? Manchmal will man vor allem weglaufen und, mhm, das Handtuch schmeißen. Und dann passieren immer wieder Dinge, wo man weiß, es muss etwas Höheres geben. Mhm. Ne? Und das animiert mich auch, immer weiterzumachen. Mhm. Und ich denke, es kommt auch alles Gute wieder zurück. Ne? Mhm. Mhm. Deswegen, ja, ist Psalm 23 für mich mein persönlicher Weg. Aha. Schöner Impuls. Ja. Vielen Dank. Und wenn du jetzt zum Beispiel, also jetzt hier in Wiesbaden, vergleichst mit anderen Städten oder Regionen, ja, was fällt dir da auf? Ich meine, das wird zentral liegen, das ist ja... Ich finde, Wiesbaden herrscht so zu sehen noch Zucht und Ordnung. Ne? Wie meinst du das denn? Weil es ein sehr harmonisches Zusammenleben hier gibt, aha, verschiedener Kulturen und Ethniken, wo, aha, man auf so einem... Ist ja auch nicht so groß, ja, ne, wenn, ja, man das mit anderen Städten vergleicht. Das finde ich was sehr, sehr Positives. Ja. Das erlebt man auch in vielen Städten nicht so wie in Wiesbaden. Mhm. Ne? Das zeigt schon, dass hier eine unheimliche Gemeinschaft herrscht. Mhm. Ne? Und das auch schön. Ne? Ist ja auch eher was Positives, wenn man zusammenfindet, weil letztendlich leben wir alle in Deutschland, wir, ja, sitzen alle in einem Boot. Ganz, ne? Genau. Geht das Boot unter, gehen wir alle unter. Ja. Ne? Ja. Und es ist schön zu erleben, dass hier jeder noch jedem so ein bisschen auch Hilfe tut. Ne? Mhm. Und man auch so ein bisschen froh ist, dass man hier wohnt. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Also Levin, ich danke dir für deine guten Impulse. Der Wiesbadener Glückstag ist ja auch wieder ein Impulstag, um wieder vielleicht noch mehr den Blick wieder auf das Schöne, das Positive, ja, zu richten. Das ist ja jeden Tag auch eine freie Entscheidung, ob wir nur das Negative sehen wollen oder doch wieder mal vermehrt das Positive. Auch, außerdem ist es auch, Glück ist ja Gesundheit, Mitmenschlichkeit, Miteinander. Und dass wir halt durch diesen Glückstag vielleicht auch mal wieder, wie du eben so schön sagst, Dinge erkennen und auch ein Stück weit Dankbarkeit, denn wir leben in einem der sichersten Länder, der sichersten Orte und auch uns der Generation, der es wahrscheinlich, wenn man alle Jahre zurückschaut, am, ja, besten geht. Ja. Insofern ist auch Dankbarkeit, ein bisschen Demut. Sehr ist, wichtig. Ja, ist vielleicht auch wichtig. Sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall habe ich ein kleines Geschenk für deine Zeit. Das ist
ist ein alkoholfreier Sekt, ja. Auch von einem jungen Erwachsenen, Valentin, der heißt Habibi. Habibi heißt Freund, Schatz, Liebling, damit man auch, wenn man das zusammen trinkt, reicht man sich ja die Hände oder man stößt an, schlägt sich dann auch nicht einfach die Köpfe ein. Insofern hat Habibi auch was Frieden und Freundschaftliches. Und es ist ohne Alkohol. Also jedes Glas Alkohol weniger macht ja auch Wiesbaden gesünder, glücklicher und mitmenschlicher. Vielen lieben Dank für das Geschenk. Ja. Ich danke dir für die Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch.